Einen wunderschönen herzlich willkommen bei Whisky Gold und wir sind wieder mal bei Glenfarclas in der Speyside in der sechsten Generation. Familienbesitzt eine Brennerei, die ja schöne, gute, sehr gute, weniger gute, viele Abfüllungen auf den Markt bringt. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn in dieser Box, die neu erschienen ist mit dem 25-Jährigen, da steckt auch ein Mini drin. Und zwar ein 40-Jähriger Glenfarclas, gereift im Oloroso Sherryfass. Ja, dieser ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. 40 Jahre, Leute. 40 Jahre Whisky ist nicht ohne. Wenn man jetzt bedenkt, diese Flasche in groß, in 0,7, hat vor 6-7 Jahren noch 250 Euro gekostet. Heutzutage zahlt man ungefähr das Dreifache, 700, 750 bis 800 Euro. Ja, schade, dass man sich nicht ein paar Flaschen zur Seite gelegt hat. Denn sowas ist selten, sowas ist oftmals eine Offenbarung. Und ich hoffe auch dieser hier. Ich habe schon so alte Glenfarclas probiert. Ist ein Muss, Leute. Wenn ihr Sherry Whiskys mögt, dann ist das einfach ein Muss, das man probiert haben zu müssen. Man muss sich keine kaufen, dafür ist es wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Habe ich gesagt, 46 Volumenprozente, aber ist schon ein Erlebnis im Vergleich zu irgendwelchen Nachreifungen oder ausgelutschten Fässern und. Was für genau Fässer da jetzt verwendet werden, weiß ich nicht. Lässt Glenfarclas, glaube ich, auch nicht, ja, lässt da keinen Einblick zu. Das Kuriose ist, wenn ich jetzt bedenke, diese Box kostet, lass die 130 Euro jetzt kosten. Der 25er da drin kostet 100 Euro, zahle ich für das Sample hier so 30 Euro. Meistens, wenn man die Sample so einfällt, kosten sie mehr, 40 oder sowas. Die große Flasche, lass sie 800 kosten. Ich kaufe mir jetzt ganz viele von diesen Boxen hier. Das sind 5 CL. Habe ich für 10 CL 60 Euro ausgegeben, mal 7, bin ich bei 420, lass es 450 Euro sein, kann ich mir aus diesen Minis hier eine ganze Flasche machen, also eine große. Komme ich viel günstiger bei weg, als wenn ich mir die ganze große Flasche kaufe. Wenn mir letztens irgendwie so durch den Kopf gegangen, dachte ich mir, Mensch, 800 Euro für eine 07er, da kaufe ich mir doch lieber hier 20 Kisten hiervon und dann komme ich locker 200, 300 Euro günstiger weg mit einem 40-Jährigen. Ne? Tja, warum das so ist, schlag mich tot. Keine Ahnung, ist jedenfalls so, macht Sinn. Gut, wollen wir mal zum Whisky kommen. Ich will zum Glenfarclas jetzt auch hier jetzt nicht mehr so viel erzählen. Das meiste ist ja bekannt. Schöne, tiefe Mahagoni-Farbe. Ja, man riecht ihn gleich. Und ja, ich habe so viele Videos, guckt einfach die Playlist zu Glenfarclas schon gedreht. Also da bin ich jetzt, ja, wiederhole ich mich nur. Beschränke mich heute mal ein bisschen auf den Whisky, dann wird das Video auch nicht so lang. Und 40 Jahre, das ist schon ein Genuss. Gott. Leute, keiner trinkt mehr Sherry. Kauft euch Sherry-Whiskys. Kauft euch gute, alte Sherry-Whiskys. Die sind teuer geworden und die werden noch teurer mit der Zeit. Das ist einfach so. Die Leute lieben diese Whiskys. Und es ist einfach geil. Eine süßliche Tabaknote. Zedernholz, der Sherry, schön im Vordergrund. Nicht ganz dieser Oldschool-Sherry, wie man ihn aus Abfüllung aus den 60er, 50er, 70er Jahren kennt. Aber kräftiger, intensiver Sherry. Nüsse, Schokolade, Kakao. Und es schwingt schon so eine leichte Würze daher, 40 Jahre an diesem Holz geknabbert.
Da kommt schon ein bisschen was mit. Zarte Kirschnote. Rosinen. Aber ganz toll dieser süßliche, ich würde schon eher sagen Pfeifentabak. So, es gibt ja so mit Geschmack, also süßer Kirschnuss-Pfeifentabak. So ein bisschen klebrig, würzig. Letztendlich müsste man ihn jetzt vielleicht auch nochmal 10 Minuten stehen lassen, aber gut, für einen subjektiven Eindruck reicht das hier, denke ich, mal völlig aus. Schön ölig im Glas. Zieht Schlieren. So, keine Zeit und ich bin durstig. Prost. Alter Falter. Das ist geil. Rote, reife Äpfel. Eine Sherry-Note, sondergleichen. Schöne Würze. Karamell. Kakao. Er hat natürlich jetzt, wo er so ein bisschen, wo man ihn runtergeschluckt hat, jetzt kommt langsam auch so eine zarte Trockenheit durch. Ganz klar nach so vielen Jahren. Espresso, ledrig. Hier könnte ich mich sogar mit anfreunden, ihm zu sagen, dass er so 2-3 ppm einen ganz kleinen Schub von Rauch hat. Aber das ist, glaube ich, das täuscht, weil er dieses Ledrige hat, dass man da so eine kleine Assoziation bekommt, dass da so ein zarter Rauch ist. Das sagt man auch irgendwie dem 25-Jährigen nach. Ich krieg's nicht. Aber hier könnte ich tatsächlich sagen, oh, ist da irgendwie so ein kleiner Funke Rauch. Aber völlig im Hintergrund. Nicht wirklich erwähnenswert. Aber man könnte sich darauf einlassen. Oh, langer Abgang, süßer Abgang, ledriger, geröstete Mandeln oder so irgendetwas. So Weihnachtsmarktmäßig. Zimtsterne oder so. Voll intensiv. Ja, und die trockene Eiche ist zum Schluss da. Aber er ist lang, wärmend, Espresso-Note, Kaffeenoten, Kakaonoten. Und es ist eine zarte Trockenheit. Es ist nicht zu extrem. Das ist bei diesen Persönlichkeiten-Reihengeschichten, da kriegt man das volle Brett an Holz und Trockenheit und so eine leichte Bitternote. Hat er hier nicht. Absolut nicht. Das ist süß, würzig, schön. Das ist so ein schönes, leichtes Prickeln auf der Zunge. So erinnert so an diesen, wenn man so Brausepulver genommen hat. Und diese zarte Süße, aber ganz, ganz minimal dieses Prickeln. Und belegt schön die Zunge. Speichelfluss jetzt ein. Und dann diese trockenen Kakaonoten, Espresso, Kaffeebohnen. Lang. Speichel kommt. 46 stehen ihm sehr, sehr genial. Hätte er 43, ich glaube, das wäre zu wenig. Das muss er schon haben. Und das ist, finde ich, das Schöne hier dran. Der 25er, ich liebe ihn, könnte auch ruhig 46 haben. Ich denke mal, das würde ihm gar nicht verkehrt tun. Wärmend. Ja. Schade, dass man damals nicht zugegriffen hat für 250 Euro. Jetzt muss man seine 800 hinlöhnen. Schmeckt grandios. Schöner alter Sherry. So wie es sein soll. Ja, ein Träumchen. Kommt ihr an einen so ein Sample kaufen? Ansonsten empfehle ich euch die Box. Habt den 25er plus einen 40er für einen schönen, besonderen Augenblick. Geiler Stoff. Kann man nichts zu sagen. Für 800 Euro würde ich ihn mir niemals kaufen. Aber so ihn mal zu probieren in diesem Geschenkset-Box. Absolut machbar. Ja, eine Offenbarung. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.